Felix, du bist einer der jüngsten Klimabotschafter auf dieser Welt. Was ist denn dein Ziel? Was möchtest du erreichen für diesen Planeten? Wir Kinder machen das nicht, weil wir die Umwelt retten wollen, weil wir den Eisbären retten wollen oder sowas. Wir machen das wegen unserer Zukunft. Denn wir werden alle Probleme ausbaden müssen, die Erwachsene heute nicht lösen. Und das heißt, also was müsstest du ausbaden? Hier in Deutschland haben wir es doch am besten. Aber wir werden hier auch Krankheiten kriegen, die wir hier noch nie hatten. Es wird auch schlimm hier werden, aber in vielen anderen Ländern wird es viel schlimmer sein. Denn in vielen Ländern Afrikas haben sie kein Geld, um Dämme zu bauen. Und auch in Indien und anderen Ländern. Wie kam das denn überhaupt, dass du dich für dieses Thema engagierst? Wer hat dein Interesse geweckt? Angefangen hat es vor 3 Jahren in meiner Klasse. Dort habe ich herausgefunden, dass Wangari Maathai, eine Frau in Afrika, in 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt hat, mit ganz vielen anderen Frauen dort. Und zu der Zeit kam die Idee, dass wir ja in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen können und auch was für unsere Zukunft machen können. Und glaubst du, das schafft ihr? Wir haben in Deutschland die Million schon erreicht und es gibt Kinder in über 70 Ländern, die aktiv sind, um Bäume zu pflanzen. Deswegen bin ich überzeugt, das schaffen wir. Okay, und was kommt danach? Was willst du machen, wenn du groß bist? Wie willst du dann das Klima schützen? Ich weiß noch nicht, was ich mache, wenn ich erwachsen bin. Aber ich bin überzeugt, dass bis dahin die Probleme noch nicht gelöst sind. Also werde ich wahrscheinlich irgendwas machen. Felix, danke für das Gespräch. Danke.